Allerdings ist man sofort auf Königsseite. Jetzt mit dem Konter bereit. Stefan Uzli, ein Schuss, ein Goal. 1 Minute 40 sind gespielt. Königs 1, SV Willering, Erzigen 0. Klassischer Konter. Aber beim Jan Ruh ist es klar, also der kann auch hier auf Nazani-Niveau jederzeit seine Akzente setzen, das hat er schon genug gezeigt. Ein erster Schuss ist man eigentlich für den, ja, hat man fast gesagt, vom SV Willeresigen und ja, gerade das erste Goal, 6 Minuten und 7 Sekunden sind gespielt. Zwischen einem normalen Quali-Spiel und einem Alles- oder Nichts-Spiel im Göpp-Wettbewerb. Und hier eine wunderbare Aktion. Pass von Manuel Maurer auf Stefan Hutzli, Direktschuss, 9 Minuten 4 Sekunden gespielt, Königs 2, Willer 1. Hinter dem Goal der Präsident von Floorball Königs mit einer Trommel reinkommt. Und während er mit einer Trommel reinkommt, scheppert es zum nächsten Mal. 9 Minuten 58 Sekunden sind. Und das mal ein Schuss, trocken angesetzt von Deni Kenzig, wenn ich es richtig sehe. 11 Minuten 30 Sekunden gespielt. Und hier kommt der Ball letztendlich zum Marco Rentsch. Und unglücklich noch abgelenkt geht der Ball, der Schuss von Marco Rentsch ins Goal. Das vierte Goal für Willer Ersigen und möglichst kurz vor Schluss noch ins Goal. Spedieren, das klingt nicht. Gegenteil, wow, ein gefährlicher Konter und ein absolut unnötiger Konter natürlich aus Königs Sicht. 2 Sekunden vor Schluss kassiert Floorball Königs noch das fünfte Gegengoal. Und Königs kann wieder in Angriff übergehen. Noch 29 Sekunden in dieser Powerplay-Situation. Extrem gefährlich ist bis jetzt, habe ich wohl sagen, nicht Wort, aber in diesem Augenblick ist der Hampus Dargren. Was das dritte Goal für Königs kann erzielen. Königs 3. Wird wahrscheinlich die umstellen. Sirlan Bolliger, ein Schuss, ein Goal. 6 Minuten 54 Sekunden sind gespielt in diesem dritten Drittel. Königs 4, Willer 5. Das sind genau die Aktionen, die wir haben verlangt und wir haben angesprochen vorhin. Ganz einfaches Spiel. Und oh. Das war jetzt das Gegengoal von der Marke völlig unnötig. Hat man da auf Königs Seite gemeint, man hätte den Freistoß für sich, vermutlich. Der effiziente Regie agiert und ja, jetzt kommt hier noch 7-4. Aber natürlich, ob 5-4, 6-4 oder 7-4 spielt, ist egal. Überhaupt keine Rolle. Einmal mehr war es eine enge Kiste.